Einmal komplett alle liegen am Boden, außer Rusev. Rusev wurde die ganze Zeit doch draußen bearbeitet. Und auf einmal ist er jetzt hier am Drücker. Wen sucht er sich jetzt aus? Er nimmt sich den schwersten, den er finden kann. Samoa Joe konnte das Ganze. Nehmen den ganzen Ring aus, sondern lasst es. Ja, danke schön. Das Seil brauchen wir noch. Das ist die erste Show, die wir hier machen. Wir haben nicht so viel Geld in den Kassen. Samoa Joe legt jetzt hier Rusev auf den Tisch. Da muss jemand zwischengehen. Rob Van Dam geht. Keiner. Hä? Oh, wenn das jetzt eine Suplex wird, die kann durch den Tisch gehen. Die kann durch den Tisch gehen. Oh Gott, warum geht das nicht? Zack Ryder muss gewinnen. Ich bin natürlich völlig unparteiisch als GM der Show. Als GM und Kommentator. Ich mache hier nur die Matches und kommentiere das Ganze. Ich bin natürlich völlig unbefangen. Hier in meiner Position. Drei Leute im Ring chatten. Benjamin geht raus. Es könnte ein Fehler sein. Weil Dustin Rose und Zack Ryder. Das kann es jetzt sein. Dustin Rhodes setzt an zur Powerbomb. Und haut Zack Ryder durch. Das war die Rache dafür, dass Zack Ryder versucht hat, ihn durchzuhauen. Ich sag's dir, es kann ein Fehler sein von Shelton Benjamin, dass er rausgeht. New Day macht das. Oh, Rey Mysterio haut ihn mit dem Gesicht zuerst. Ist das jetzt ein Comeback hier von. Wieder! Rey Mysterio haut zweimal denselben Move nacheinander raus. Ist aber vom Spiel scheinbar nicht so programmiert. Und die Powerbomb nach draußen hier von. So, wieder kein Tag-Team-Move, ne? Also wieder kein Double-Team hier. Das ist natürlich eine gute Taktik, die man nutzen kann in so einem Tag-Team-Match. Double-Team-Moves. Offensichtlich. 2 gegen 1. Wird nicht genutzt. Xavier Woods. Könnte jetzt der erste Double-Team... der erste Double-Team-Move kommt endlich. Schön. Schön. Matt Hardy ist weg einfach. 1, 2... So, da kommt der 619. Wir sehen den ersten 619. Xavier Woods hat nochmal die Chance, hier zu kontern. Er schafft es nicht. Bleibt liegen. Rey Mysterio müsste theoretisch... Was macht der denn? Warum geht er nicht erst aufs Seil? Was macht er jetzt? Aber hat er nicht einen Frog Splash als Finisher? Warum hat er den Frog Splash nicht durchgezogen? Ich verstehe die Welt. Und diesmal flieht Big E. Uiuiuiui. Rey Mysterio diesmal in der Ringmitte. Durch einen Konter ist Rey Mysterio am Bluten. Dass das geht, verwundert mich. Nächster Double Team Move. Wieder gegen Mysterio. Das ist der zweite, den er einstecken muss. Wir haben gesehen, das ist eigentlich eine ganz gute Waffe hier in dem Match. Rey Mysterio muss unbedingt jetzt hier aus der Ecke raus. Oh, was passiert jetzt? Das sah... Oh ja. Da gibt es jetzt jede Menge Tritte für Rey Mysterio. Immer wieder wird sich ein- und ausgewechselt. Der hat absolut... Das ist nicht mehr normal. Das ist, glaube ich, ein Tag-Team-Finisher oder so. Da gibt es nochmal einen Baseball-Slide in die Ringecke. Da muss, glaube ich, noch einiges passieren, damit jetzt hier Rey Mysterio und Matt Hardy heute gewinnen können. Hot Tag jetzt hier. Rey Mysterio kommt rein und müsste jetzt mal einen Gang hochschalten. Dropkick gegen Xavier Woods. Jetzt müsste doch endlich mal irgendwas Sinnvolles von der vom Top Rope kommen. Double Leg Leg Drop. Was passiert jetzt? Kommt der 619 wieder? Es kommt der zweite 619. Der erste sah schon gegen Xavier Wood. Kann er diesmal kontern? Hat er ihn diesmal? Er hat ihn diesmal nicht. Wie reagiert Mysterio diesmal? Er geht rein und will den Pin ansetzen, anstatt den Finisher auszupacken. 1, 2, 3. Rey Mysterio gewinnt das Match. Was ist denn hier los? Und guckt jetzt mal, dass er da Cody Rose nochmal ein bisschen bearbeitet. Nö, es geht euch jetzt vor. Hat er den Superman Punch gemacht? Bei John Morrison an den Hinterkopf irgendwie? 2? Es reicht zum Glück nicht. Was für ein... Nee. Das wäre kein schönes Ending gewesen, auf jeden Fall. John Morrison steht auch schon wieder. Und haut da jetzt den Superkick raus gegen Roman Reigns. Und Cody Rose hängt im Seil und weiß gar nicht, was abgeht. Da kommt die 2. Reicht aber auch nicht. Finde ich teilweise auch echt krass, wie lange man dann... Oh, Spear gegen Cody Rhodes! Direkt der Pin. 2. Morrison dazwischen und Rhodes auch schon vorher draußen, glaube ich. Und auch John Morrison rollt sich raus. Roman Reigns sieht das nicht so ein. Also der ist wirklich am Dominieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass das später auch noch so aussehen könnte. Superman Punch gekontert von John Morrison. Der weicht da einfach ganz geschickt aus. Der Vorteil jetzt hier, Superkick, könnte natürlich sein, dass Roman Reigns liegt und man muss nur so einen Moment haben. Jetzt, der Ref muss schnell ran. 1,
2. Das ist es eben. Man braucht genau diese Momente, wo Roman Reigns liegt, weil man muss in diesem Match Roman Reigns selbst nicht pinnen. Ist jetzt hier draußen. Und ich glaube, John Morrison versucht natürlich jetzt hier auch mal seinen Finisher vom Top Rope vorzubereiten. Ja, da ist er. Wenn jetzt der Pin kommt, direkt der Pin, Junge. Da muss der Pin rein. John Morrison hat gerade ganz klar die Chance darauf vergeben, hier als Sieger rauszugehen und das Ding für sich zu holen. Roman Reigns holt das Ding jetzt wahrscheinlich. John Morrison hängt noch am Seil. 2, 3. Können wir ganz klar sagen, das ist schon verdient von Roman Reigns, aber das geht auch ganz klar auf die Kappe von John Morrison. Was hat denn der da gemacht? Was ist hier abgeht? Styles jetzt mit seinem Finisher gegen Bobby Lashley und das Problem ist, dass auch der wahrscheinlich sein. 2, 3. Elimination konnte nicht unterbrochen werden, weil Jericho im Griff war. Und wenn er ihn jetzt pinnt, pinn ihn doch. Styles pinnt ihn. Jericho unterbricht. Jericho pinnt mit den Beinen auf dem Seil. Styles unterbricht nicht, aber Ricochet kommt raus. So, weiter geht's. Ricochet jetzt hier mit dem Kick gegen den Kopf. Und Codebreaker von Chris Jericho, der kann jetzt die Ricochet pinnen. Wenn er raus ist, kann er direkt AJ Styles pinnen. 3, Ricochet ist raus. Wenn Chris Jericho das jetzt schlau macht, pinnt er jetzt direkt im Anschluss AJ Styles. Er hebt ihn auf. Um ihn mit dem Back Elbow nochmal umzuhauen und pinnt nochmal. 1, 2, 3, Chris Jericho gewinnt. So, Lana ist hier mit der Leiter. Die müsste jetzt mal aufgestellt werden, damit es schon mal nach oben geht. Nee. Ah, jetzt doch wieder. Jetzt ist man sich einig, was man machen möchte und es könnte sein, dass sie jetzt schon oben hingeht. Also, einmal hat sie es geschafft, wenn der ganze Kreis grün gefüllt ist. Also alle Teile gefüllt sind, Charlotte zieht dann Naomi runter und Lana kann da oben weitermachen. Es sind 2 ausgefüllt, sie hat eigentlich eben nur einen gehabt. Gut, es geht nicht weiter und da gibt es jetzt den Electric Share gegen Lana. Naomi da runter zu ziehen, aber da fällt sie auch schon. Konnte sich einfach nicht mehr halten. 3 Balken sind gefüllt, es sind noch 5 weitere offen. Die Hälfte ist getan, also. Und Lana hält sich erstaunlich lange da oben. Fällt jetzt runter direkt. Charlotte zieht nach. Wird... Ne, sie kippt einfach gesamt die Leiter um. Und greift sich sie jetzt zur Powerbomb. Der abprallt. Ja. Charlotte macht einfach mal ein Spear. Lana und Naomi gehen da zeitgleich hoch. Und da gibt es jetzt das Battle oben. Konter von Lana gegen Naomi. Was macht Charlotte jetzt da unten? Sie greift mit ein und kämpft jetzt hier gegen Lana und zieht sie runter. Naomi fällt. Und jetzt gibt's mal den Schlag mit dem Kopf auf die Leiter. Sie fliegt runter und für Charlotte jetzt absolut die Chance, das durchzuziehen. Wenn sie ruhig bleibt, könnte sie den Titel als erste Frau hier bei NDP gewinnen. Ich verstehe nicht, warum sich Balken da teilweise füllen. Aber sie ist ein bisschen zu hektisch. Alle liegen auf dem Boden. 2 Balken. Noch zweimal muss sie es noch schaffen. Dann ist das Ding durch. Keine steht gerade auf. Alle sind komplett kaputt. Noch einmal und dann ist das Ding hier gelutscht. Ja, wer hat das Ding gewonnen? Also Ladder-Matches sind krass schnell vorbei auf jeden Fall.